Eine positive Bilanz hat der BVSE auf der diesjährigen Jahrestagung in der Karlstadt Aachen gezogen. Nicht nur die Mitgliederzahl ist auf rund 700 angewachsen. Der BVSE hat sich auch konstruktiv und deutlich zu Wort gemeldet in allen wesentlichen branchenspezifischen Fragen, vom Kreislaufwirtschaftsgesetz bis hin zu aktuellen Beratungen um ein Wertstoffgesetz. BVSE-Präsident Bernhard Reiling, neu für eine zweite Amtszeit einstimmig gewählt, bezog eine klare Position. Es sei nicht länger zu akzeptieren, dass ein Großteil der gesammelten Wertstoffe nach wie vor in Müllverbrennungsanlagen lande. Zukünftig brauchen wir mehrstoffliches Recycling und wenn verbrannt wird, dann als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken oder Zementwerken, damit die bestmöglichste Energieausbeute realisiert werden kann. Der BVSE begrüßte in Aachen daher auch die neuen Recyclingziele der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat das Ziel ausgegeben, dass bis 2030 eine Recyclingquote von 70% erreicht werden soll. Um das zu erreichen, so Karl Falkenberg von der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission, soll die Deponierung von Abfällen langfristig beendet und auch der Müllverbrennung enge Grenzen gesetzt werden. Europäische Mittel für Deponie gibt es für niemanden mehr. Denn, wie gesagt, wir wollen alle aus der Deponie raus. Dann macht es keinen Sinn, da nach wie vor europäisches Geld zu beerdigen. Wir kriegen jetzt Anträge über zusätzliche Verbrennungskapazitäten. Und auch hier haben wir uns in Brüssel darauf geeinigt, dass wir solche Zuschüsse nur noch dann in Betracht ziehen, wenn uns das jeweilige Land einen umfassenden Abfallmanagementplan vorgelegt hat, der genau umschreibt, welche Mengen von Abfall in der überschaubaren Zukunft denn anfallen soll. Mehr Recycling soll in Deutschland nach den Vorstellungen des BVSE durch ein neues Wertstoffgesetz ermöglicht werden. Von großer Wichtigkeit für den BVSE sei außerdem, die Sammelstrukturen privater Unternehmen zu stärken und auszubauen. Wir wollen, dass die Wertstoffe im Wettbewerb vergeben werden. Deshalb sind wir genauso gegen eine Inhouse-Vergabe der Kommunen wie gegen exklusive Zugriffe auf die Wertstoffe durch duale Systeme oder deren beteiligten Konzerne. Einen entscheidenden Beitrag dafür, dass Sekundärrohstoffe aus den privaten Haushalten in hoher Qualität und optimaler Quantität erfasst werden, leistet aber seit Jahren und besteht in gewerblichen Sammlungen durch unsere Mitarbeiter und durch unsere Mitgliederstruktur, zum Beispiel für Altpapier, für Schrott oder für Textilien. Diese sind daher in keiner Weise einzuschränken, sondern im Gegenteil, sie sind zu erhalten und auszubauen. Rückenwind bekamen die mittelständischen privaten Recycler auf der Jahrestagung vom Präsidenten des Bundeskartellamtes Andreas Mundt. Wir haben viele empirische Belege dafür, dass Wettbewerb gerade im Entsorgungsbereich hervorragend wirkt. Wir haben zweitens viele empirische Belege dafür, dass Wettbewerb richtige Leitplanken braucht, die richtigen Rahmenbedingungen. Und wir haben gleichzeitig Hinweise darauf im Rahmen der allgemeinen Diskussion über das Thema Daseinsvorsorge, dass die Politik immer mehr Richtung Kommunalwirtschaft tendiert. Hier hakte der Hauptgeschäftsführer des BVSE, Erik Rehbock, nach, der zum Abschluss der Diskussion in Aachen eine klare Forderung an die Politik formulierte. Uns ist ganz wichtig, und da hoffen wir auf Ihre Unterstützung, dass im Wertstoffgesetz, Sie sagen, richtige Spielregeln, richtige Rahmenbedingungen, richtige Leitplanken, das ist das. Und wir wollen nicht mehr, als dass der Mittelstand faire Wettbewerbsbedingungen hat und dass wir die Wertschöpfungsteil der Wertschöpfungskette sein können, wie wir es früher waren.